Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Euganon. Hermes, Rufus. Euganon, Hermes. Okay, das ist ja geil. Okay, jetzt verstehe ich das erstmal hier. So. Also drei Stück brauchen wir. Wir brauchen mehr von dem Zeug hier. Oh, ich hab Escape gedrückt. Das wollte ich nicht. So, wir haben die olle Stechkarte und wir haben das Olivenöl. Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Ah. Soll ich da rein? Kann ich da reinspringen? Nee, kann ich nicht. Da kann ich auch nichts reinstecken. Das bringt bestimmt auch nichts. Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Ah, mal wieder überhaupt keine Ahnung hier, ne? Stechuhr. Noch ist nicht aller Tage Feierabend. Er hat noch Hoffnung. Ja, was ist jetzt? Was ist? Hier, Stechkarte. Also bitte, hier ist ein bisschen mehr Respekt vor dem Wunder des Lebens gefragt. Sagst du. Das Öl will er halt wirklich nicht da rein. Ein bisschen machen, ne? Öl sollte ich mir auch. Das ist ihn aber nicht. Also, wo kriege ich das letzte her? Wir sind bei allem im gelben Bereich. Ich brauche also das ganze Zeug hier. Und ich muss da hinkommen. Das heißt, ich muss diese Karte hier hinkriegen. Man meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Und wie kriege ich die jetzt wieder auf? Kriege ich diese Löcher dahin? Kann ich die da unten reinschmeißen irgendwie? Das geht nicht. Was denn? Immer noch? Das muss wohl da. Was denn? Das muss. Achso. Hä? Die. Was machen wir denn mit der Karte? Was können wir denn tun? Kann ich die da reinwerfen? Oder kann ich die da hinten platzieren? Oder kann ich die. Ah. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Hier machen wir Löcher rein. Einmal entwerten, bitte. Danke. Na, es war ja einfach. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Vorher schon. So, dann Feierabend, Rufus. Wollen wir da jetzt auch mal hin, da unten? Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Geil. Schön, Knoblauch. Wunderbar. So, Imbiss. Dann gehen wir mal da gucken. Holen das ganze Zeug da raus und dann ab die Post. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Ja, macht Spaß, ne? Hier, Öl. Easy. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Ja. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Genial, Rufus. Genial. So, Frittenfett. Jodsalz. Ein bisschen Plorofitz. Dann ein bisschen Pommes. Und der Rest ist Geschichte. Dann gehen wir zurück in die Fabrikhalle und spielen da mal ein bisschen Koch. Frittenfett, Frittenfett, tralalalala. Yeah, das funktioniert. Das wird lecker. So, das Fett ist voll. Dann Plörofritz oder Flitz. Plörofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Perfekt. Dann noch ein bisschen Pommes. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. So, und zwei Sachen. Oh, Jodsalz. Mineralien, das sind dann Eiweiß und Mineralien. Oh, Eiweiß. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist.
So, natürlich, das Eiweiß fehlt noch. Knoblauch? Also bitte, ich suche hier nach den Ach so, ich bin ja doof. Knoblauch, Fledermäuse, ja, ich weiß. Aber dieser Weg hier, ne, der regt mich schon wieder ein bisschen auf. Aber ich komme zumindest mal ein bisschen alleine voran, das wundert mich ein bisschen. Aber finde ich gut. Okay, muss ich doch erst so machen. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss! Oh oh. Zisch, zisch. Goldig. Ich weiß nicht, was mit dem ist, aber er verdampft so vor sich hin. Wunderbar, so Goal. Gleich haben wir. Gleich haben wir's. Hallo, hier oben. Gleich können wir den Dot Giraffe stehen lassen. Nabeltier-Eier. Ich will gar nicht, eigentlich will ich gar nicht wissen, was da rauskommt, aber es funktioniert ja anscheinend. Das dritte ist. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Das dritte weiß ich halt nicht, ne? Das wird uns bestimmt noch ausgehen, dann müssen wir irgendwie eine Suchjagd machen. Jetzt eine Suchjagd vor allem. Suche danach. Halt, falsch. Zum Domizil. Wohnlabor. Dann machen wir uns einen neuen Dot. Drei neue Dots. So ein Mist! Ja, alles easy, Rufus, alles easy. Stopp! Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! So, Gott sei Dank. Endlich. Hermes der Dritte. Hermes der Götterbote. Ach so, jetzt müssen wir... Ach so, hier ist was offen. Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach... Du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Danke. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Ja. Ach so, Gold Scan. Da können wir ihn jetzt weiterfahren lassen. Er möchte doch so gerne gehen. Wäre jetzt voll fies, wenn ich noch ein Fließband in Gang setzen könnte. So, Gold Scan. Passt, wie gemalt. Weigern. Goal. Dann geht's los. Ne, drei. Wir wollen sie nicht dreimal haben. Ja, war klar. Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach egal, wird schon schief gehen. Oh nein. Oh, es war so klar. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Oh oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Rate mal, ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Naja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Nein! Goal! Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Dann wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja,
Ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Teilen. Das ist das, was ich eigentlich gerade vorschlagen wollte. Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hepp! Das gibt's nicht. Haben die sich einfach um. Es hat geklappt! Ja, und jetzt? Ist das bekloppt? Ja, eigentlich schon. So langsam wird's albern. Wir müssen uns doch irgendwie einigen können. Aber mit euch ist ja nicht zu reden. Ach so. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich hab das falsch rum gemacht. Ups, immer von oben nach unten. Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Oh Mann. Hört endlich auf, mir alles nachzuquatschen! Gruselig. Ich kann mich ja nicht mal selbst denken hören. Welcher von mir ist eigentlich der Echte? Leck mich doch endlich mal! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job! Nein, meiner! Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich! Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir! Wir können ja nachgucken, dann werden wir es ja sehen. Kann ich jetzt... Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Oh Mann, zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Natürlich. Ich wusste es! Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey! Hey, hört auf mit dem Unsinn! Was soll ich denn jetzt tun? Hey! Vollidioten. Blub, blub.
keine Worte mehr. Oh, Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmel schoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ah, Entschuldigung. Sorry. Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Hm. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Wow! Ach, nicht doch! Psst! Okay, hier ist was. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha! Da ist eine Spalte im Fels. Na dann. So. Ach, na. Wow! Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Ich würd gern schon wissen, wo wir hier sind. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Ich will's gar nicht wissen. Na dann. So. Ach, na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Ah. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Na dann. So. Ach, na. Wow! Nicht so laut, Goal. Du wächst noch. Ich will gar nicht wissen, woran er da und zieht und kruschelt und kramt. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Ja, hier hast du nicht so viele Möglichkeiten. Gestrüpp, Walte, Goal, Ast. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach... Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein. Es ist nur... Ach, egal. Stopp! Mach keinen Scheiß! Ah! Juhuhu! Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Ah, das Spiel steckt einfach so voller Überraschungen, das gibt's aber nicht. Die Mooks. Bosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen. Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Darf ich kurz stören? Ui, guck mal, Moog. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Das Buch zugeschlagen, das bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Goal und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja,
Dann bin ich mal weg. Busser, er ist dann mal weg.